Suche der Taus? Boah, es ist dunkel hier geworden, ne? Ja, moin, hallöchen. Ja. Ich glaube, der hat Bock, oder? Ich glaube, der hat richtig Bock, mich zu fressen. Der hat Spaß. Der hat richtig Spaß. Der lässt mich gar nicht mehr in Ruhe. Und da ist der gesuchte Boss. Wow. Wow. Jinx meinte nur, weil Lisa ja Weihe am Arm hat. Ja, was noch bestimmt noch zwei Sitzungen dauern wird. Und dass eine Verbindung zur Schwester wäre, mehr steckt da nicht hinter. Mhm. Ja, Dummheiten. Hey, Dummheiten mache ich doch immer. Der hat Bock auf Chocobo Nuggets. Ich verstehe Mirko nicht. Ihr seid beide blöde, so. Ich mag seine Lache. アルメキアの兵士クズラか。
Ich habe allgemein keine Lust auf Dates. So, das war's, die Abo. Außerdem ist das die falsche Plattform. Okay, befolgt die eigenen Regeln nicht. Richtig cool. Ich dachte eigentlich, dass das ein Scherz ist. Oh, es doppelt. Ja, es doppelt. So, eh nur Spaß. Ja, aus Spaß kann schnell ernst werden. Und hallo Kartoffel. Und Ernst ist jetzt 4 Jahre alt. Nee, den habe ich gegessen. Geh weg! Hui! Toll, der sitzt dann außerhalb des Radius. Oh, schön, wie die ganzen Dinger darunter prasseln. Das gefällt mir. Die geben schön viel Punkte, das kann ich gut gebrauchen. Mietekatze. Ich hätte die gerne als Haustier. Also als Begleiter halt.
Okay, wenn man getroffen wird. Für die gibt es halt echt wenig Punkte, aber für diese riesen Büffeldinger da, da gibt es mehr. Die futtert sicher täglich ein paar Kilo Fleisch. Locker. Aber das könnte sie sich ja dann alleine jagen gehen. Wäre ja nur mein Begleiter. So. Erstmal zurück. Die Gebrüder Margit. Ein einzelnes Ruderbrot wurde beim... Ruderbrot. Habe ich gerade wirklich Ruderbrot gesagt? Nee? Okay. Das ist sehr komisch, sich selber zu hören. Und dann ein Ruderboot wurde beim Anlegen an der Küste von Port Isolde gesichtet. Es muss angenommen werden, dass sie gekommen sind, um Rache an Cid, den Geächteten, zu nehmen. Das stille Ufer in Rosaria. Ich muss jetzt mal schauen, wo das hier sein könnte. Port Isolde. Stille Ufers hier. Na dann. Schauen wir mal.
Ich bin mit den Soundeinstellungen immer noch nicht zufrieden. Das nervt mich so sehr. So, bin ich auf dem richtigen Weg? Ja. Beim Sound steckt der Teufel im Detail. Ja, ich bin einfach zu laut auf den Ohren. Das ist nicht gut. Das tut mir auch ziemlich weh. Das sind die da unten, ne? Wieder runter. Wow, ich meine es schon ernst. Ich glaube, ich mache das andere Spiel wieder ran erstmal, bis ich eine Lösung gefunden habe. Autsch. Oh, gegen drei Stück ist ja schon wieder richtig. Scheiße. Angreifen. Oh, ich hasse euch. Das ist ein Angriff. Das tat sehr weh. Boah, schon wieder. Ich habe keinen Halt mehr. Nein, gib mir nicht mehr. Verrecken hier. Boah, der rastet ja richtig aus. Okay. Boah, die eine Attacke war richtig krass. Ich hab so als erstes verstanden, bin immer noch dabei, mich einzulesen, zu schauen. Ja, ich weiß nicht. Das ist echt stressig. Weil ich höre jetzt den Sound wieder kaum.
Hallo Dark, nicht so schmerzhaft wie das Feuervieh, das dich bei Bulon gefressen hat. Ja, weiß ich nicht. Das war sehr übel. Also war das erste Mal, wo ich wirklich gesagt habe, nee, tschüss Spiel. Ist eine Einstellungsfrage, ist nur wo. Ja, nicht, dass man das dann alles irgendwie separat machen muss. Das wäre echt anstrengend. Ich meine, man kann ja irgendwie Profile verschieben und ineinander schieben und ich habe keine Ahnung. Das wird irgendwas mit den Einstellungen da zu tun haben, aber wir schauen mal. Ja, ich hoffe, wir kriegen das hin. Soundsachen sind immer so ein Problem. Jetzt haben wir nur noch diese S-Klasse-Aufgabe, aber ich weiß nicht, wo das sein soll. Von einem fürchterlichen Drachen, der beinahe das halbe Reich mit seinem feurigen Atem entzündet hatte, bevor er hinter einem magischen Nebel versiegelt wurde. Von Gregor persönlich, wie manche Quellen behaupten, es lässt sich zwar nicht mehr sagen, welche Teile dieser Geschichte wahr sind und welche Erfindung, doch an den jüngsten Berichten von Gebrüll eines riesigen Drachen, der durch die Waldwege im Reich schallt, gibt es keine Zweifel. Das klingt ja richtig toll. Rauscht es eigentlich, wenn ich rede? Weil ich höre mich halt rauschen. Das ist wahrscheinlich aber nur, weil ich das intensiver höre, oder? Rauscht nichts. Okay, gut. Ich bin da sehr pingelig. Was Sound angeht, bin ich sehr pingelig. Wer scheißt in den Wald? Der Drache. Irgendwo. Ansonsten frage ich ehemalige Kommi, was, aus den Aulbrechen und schleift die zu dir. Ich und fremde Menschen ist immer ein Problem, ne? Ich wollte mit Otto reden. Otto, Ubu! Wir dürfen das nicht vernachlässigen, ne? Ubu! Hier rauscht gar nichts, dann ist gut. Dann höre ich das nur sehr intensiv, was mich sehr abfuckt. Aber gut. Ja, das muss irgendwie gepegelt werden, sonst. Das kriegt man bestimmt schon irgendwie hin. So. Kuraibe, modottaka. Entschuldigung. お前たちが来てくれたおかげで助かったとな。随分働かせちまったようだ。問題ないさ。他の地域はどうなってる？どこも一松の山は越えたらしい。だが脅威が去ったわけじゃないからな。あくまでも小康状態というところだろう。そうか。クライブ、今は焦っても仕方がない。それよりも医務室に行ってやれ。 弟さんがやっと目を覚ましたようだぞ。分かった。顔を見てくれよ。 Es ist ein Festival. Ich war noch nie auf einem Festival. Es sind mir zu viele Menschen. Wo war dein Blutdruck ist so? Glaub nicht. Doch warst du. Ja, ein Konzert, meinst du? レサージ教は父君を自らの手でその衝動からバハムートにかなりいやー、グッドサバレッツ。いやー、もしかしたらもうもっと早くに訪ねていれば彼をこんな目に遭わせることも。くそ、結局ザンブレク広告はアルテマによって。女子は Ja gut, ich sehe es als Konzert, nicht Festival. Ich weiß nicht. Ich sehe das unterschiedlich immer. Dann ja. 18 Jahre
フェニックスゲートの惨事の後、死にかけの僕はある人たちに救出されて治療を受け、かくまわれていたんだ。しばらくね。その時アルテマの存在を知り、そこからずっと各地で奴のことを調べ続けていた。アルテマは兄さんの持つ特別な肉体を利用して何か遠大な目的を果たそうとしてる。今の異変や戦乱はそのために起こしているんじゃないかと。なぜ俺が、それにどうしてそんなことをする必要がある。ごめん、詳しいことは僕にもわからない。だけどその理由は兄さんの体だ、間違いないと思う。僕たちドミナントは召喚獣の力を宿している。でも僕はフェニックスの力なら自在に使えるけど、シヴァの力はそうはいかない。ドミナントが扱えるのは覚醒した召喚獣のものだけ。でもクライブは。ああ違う、特別なんだ。他の召喚獣の力も扱える。イフリートを宿しながら。それにイフリートは誰も知らない2体目の火の召喚獣。きっとアルテマは待っていたんだ、兄さんのような存在が生まれてくるのを。ずっと奴とは何度も出くわしている。俺の体を狙っているにしても、これまで無事でいられた理由は。推測の息は出ないけれど、兄さんの肉体とアルテマの精神が相入れない状態だったのかもしれない。アルテマの精神。そう、アルテマは肉体を持たない精神体のような存在なんだと思う。だからこうやって封じ込めても全てを抑えきれない。まさかその胸は。実を言うと、もう限界が近いんだ。体を内側から破壊する奴の力にフェニックスの再生の力が追いつかなくなってきてる。だからこの封印が破られる前に決着をつけなければ。そんな無茶よ。だって大切な兄さんを奴なんかに渡せないだろう。どうしてお前が俺のためにそこまで。ジョシュア。クライブ、大変よ。カンベルにアカシアの大軍が。おーシット。Als ob ich mich dran erinnere, okay, keine Ahnung. Otto, Jojo. Gab から知らせがあった。連中がいる自由都市カンベルにアカシアの大軍が押し寄せたらしい。都市警備隊が出て応戦しているものの、それもどこまで持つか。バイロン様とミドは二人ともカンベルよ。無事だ。ガブと合流した。だが船を隠して逃げ遅れたと。助けに行かなきゃ。ああ、すぐに向かおう。オト、ガブにストラスを。助けに行くまで下手に動くなと。分かった。カンベルまで最短で行ける道は。いつから私は地図屋になった。ここからならおそらく陸路だろう。タボールを経由する道をおすすめする。助かる。手がいるね。僕も一緒に行くよ。ジョシュア、あなたまだ寝てなくちゃ。そう言ったんだけど、この若さま聞きゃしない。手伝いくらいはできるさ。彼女の薬のおかげで随分落ち着いてる。それに僕も用事があってね。従者に会いに行かなきゃいけない。彼女とはちょうどタボールで落ち合う手はずだ。分かった、ついてこい。
クライブ。心配しなくていい。俺が守る。ありがとう、兄さん。支度をして向かおう。Ich glaube, das wird nicht so gut enden. Kambere no dōchū ni aru Tabor de jūsha ni au te hazu nanda. Daijoubu. Kusuri no okage de zuibun ochitsuite iru. Tabi no tetsudai kurai wa dekiru yo. Aber guck mal, er ist ein kleines Stück größer. Der kleine Knirps ist groß geworden. Und ich sehe doch. Boah, was? Vier. Okay, vier Nebenaufgaben. Ja, wir müssen warten. Deine Begleiterin muss jetzt leider ein bisschen warten. Wir haben anderes zu tun hier. Ach du Scheiße.